Was macht denn in deinen Augen einen guten Strafverteidiger aus? Ja, der muss erstens in der Lage sein, das Vertrauen seines Klienten zu gewinnen. Mhm. Hm? Vertrauen in dem Sinn, dass der Klient überzeugt ist, der Kerl da oder diese Anwältin, die setzt sich für mich ein. Das ist das Wichtigste. Das nächste, pure, langweilige Sachkompetenz. Also ich muss wissen, wie der Karren läuft. Ich muss die Regeln kennen. Und wenn es dann noch feiner wird, ich muss dann auch den Gegner und den Richter kennen. Also ich muss eine Vorstellung haben, auf was es grundsätzlich ankommt und wie es beim Strafrichter Nickli konkret ankommt, wenn ich so oder anders argumentiere. Also ich würde, also meine Verteidigungsstrategie hängt auch davon ab, wer schlussendlich der Richter ist oder die Richterin ist. Aber ich hätte jetzt schon gesagt, also ohne strafprozessuale und strafrechtliche Kenntnisse geht es nicht. Aber das ist eine Grundvoraussetzung und dann der Rest ist dann, hat viel mit Psychologie und mit Umgang mit dem Klienten zu tun. Ja. Bist du denn in der Tendenz, oder es gibt ja Verteidiger, die zum Beispiel im Grundtenor eher auf Konflikt hin verteidigen? Bist du so jemand oder bist du jemand, der sagt, nein, also kann ja sein, dass du von Fall zu Fall unterscheidest, oder jemand, der eben sagt, es gibt umgekehrt auch Kollegen, die grundsätzlich immer versuchen, mit Konsens etwas zu erreichen. Was würdest du da für dich? Ja, Konsens ist schwierig, oder? Konsens ist schwierig, weil da machst du immer zweiter. Und Konflikt, wenn es nicht anders geht, oder wenn das die richtige Strategie ist, dann muss man den Konflikt suchen. Das ist viel, viel schwieriger, als man denkt. Mhm. Weil auch die Strafverteidiger wollen grundsätzlich, dass man sie gern hat. Oder? Und nicht, dass man sie hasst. Ja, und klar. Konfliktverteidigung in Anführungszeichen hat zur Folge, dass man einen hasst oder nicht so schätzt unter Umständen. Aber das kommt jetzt halt einfach drauf an. Dann kommt auch darauf an, was man unter Konflikt versteht. Ja. Es gibt Staatsanwälte, die ertragen es schon nicht, wenn man einem Klienten zu schweigen rät. Ja. Also schweigende Beschuldigte sind für die meisten schon der Inbegriff von Konfliktverteidigung. Also bei mir ist das jetzt etwas einfacher. Bei mir gehen die Leute davon aus, dass meine Klienten sowieso nichts sagen. Also werden sie nicht mehr wütend auf mich. Ja, also, aber meine Erfahrung wäre jetzt, dass es eigentlich in erster Linie schwierig ist, die Klienten dazu zu bringen, nichts zu sagen. Ist extrem schwierig. Also ich habe schon Anwälte vertreten, die es nicht geschafft haben. Ja, eben. Die haben bei der vierten, fünften Frage sind sie gekippt. Ja. Und gerade heute Morgen hatte ich eine Einvernahme mit einem Klienten, der zum ersten Mal in dieser Situation war, in einer schwierigen, belastenden Beschuldigung gegenüberstand, also ein Unfall mit schwierigen Folgen. Er konnte das perfekt. Und das muss ich aber sagen, das ist wirklich die große Ausnahme. Und wenn der Anwalt nicht dabei ist bei der Einvernahme, dann schafft es keiner. Praktisch keiner. Ja. Und deshalb ist es etwas schwierig, manchmal den Klienten zu erklären, sie sagen nichts, aber ich will dabei sein. Ja. Ja. Ohne Anwalt schaffen sie es in der Regel nicht. Ja, das ist natürlich, also das liegt an meines Erachtens an grundsätzlich menschlichen Bedürfnissen. Wir wollen eben reden. Genau, es hat auch nichts mit irgendwelchen polizeilichen Einflussversuchen zu tun, kann es auch haben, oder? Nein. Aber es ist einfach unanständig, jemandem zu sagen, ich beantworte Ihre Fragen nicht. Oder das macht man nicht. Und deshalb ist es so schwierig. Ja. Genau. Nein, also ich bin ganz einverstanden. Eben, das ist ja, also
Klienten sind ein echtes Risiko für den Verteidiger. Das ist das Top-Risiko, das ist so. Also, muss man einfach hin und wieder genau. in Erinnerung rufen, dass es nicht die Staatsanwälte oder Opfervertreter oder was weiß ich, sondern tatsächlich die eigenen Klienten. Genau, deshalb ist das Vertrauensverhältnis so wichtig. Ja. Oder? Ja. Also es gibt da jene Anekdoten, die man erzählen kann, ja. aber wenn das Vertrauensverhältnis nicht stimmt, dann ist Verteidigung schwierig. Ist denn die, es kommt ein bisschen darauf an, also mir scheint, dass es in jüngerer Zeit das Verständnis des Strafprozesses der Grundstruktur sich zu verändern scheint. Ist es denn grundsätzlich nicht die Aufgabe eines Strafverteidigers? Also ist ein Strafverteidiger nicht per Definition quasi, wenn er seine Rolle wahrnimmt, ein Störfaktor? Auch das muss er eben sein, aber das versteht man nicht mehr. Oder? Ja. Also man hat je länger, je mehr das Gefühl, er sei ein Organ der Rechtspflege, das dazu berufen ist, die Wahrheitsförderung zu betreiben. Oder deshalb auch die unsäglichen Diskussionen, darf ein Anwalt lügen? Oder? Das zeugt einfach davon, dass man den Wahrheitsfindungsprozess, wie er eigentlich der Prozessordnung zugrunde liegt, nicht verstanden hat. Ja. Oder? Also ich betreibe Wahrheitsfindung einfach indirekt. Oder? Ja, klar. Indem ich die entlastenden Argumente vortrage. Und das kann auch mal ein Argument sein, von dem ich selbst jetzt nicht über alle Maßen überzeugt bin, aber vielleicht ist es das Einzige, das mir bleibt, oder vielleicht überzeugt es ja dann den Richter, wenn es schon mich selbst nicht überzeugt. Ja. Also ich muss die Interessen meines Mandanten vertreten, wenn ich das gut tue, dann tue ich der Wahrheitsfindung einen Gefallen, das ist meine Überzeugung. Also würde dem ja überhaupt nicht widersprechen, oder das wäre auch mein Verständnis von dieser berühmten Formel, dass der Anwalt ein Diener des Rechts ist. Natürlich ist er das. Einer Rolle, die eben nicht eine willfährige ist. Ganz genau. Würdest du sagen, dass die Schweiz, du bist ja in der Justiz tätig und ausschließlich in der Justiz tätig, also du schreibst noch Kolumnen und einen Blog und was weiß ich, aber alles mit Justiz im Zusammenhang, würdest du sagen, dass die Schweiz ein Rechtsstaat ist? Nein, das würde ich nicht sagen. Im Vergleich mit anderen Ländern mögen wir vielleicht gar nicht so schlecht dastehen. Aber ich glaube eben, die Schweiz ist kein Rechtsstaat, primär, weil sie gar keiner sein will. Das Demokratieprinzip ist in der Schweiz höher gewichtet als das Rechtsstaatsprinzip. Das ist einer der Gründe, warum wir keine Verfassungsgerichtsbarkeit haben. Und das ist vielleicht auch nicht so unbedingt dramatisch und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht. Man muss sich dessen aber einfach immer bewusst sein und dieses Bewusstsein geht verloren. Beispiel Epidemiengesetz aus aktuellem Anlass. Da steht in einem Gesetz, dass der Bundesrat entscheiden kann, wann eine außerordentliche Lage besteht. Also wann er sich Kompetenzen rausnehmen kann, die er sonst nicht hat. Und das wird das völlig normal hingenommen, demokratisch legitimiert. Wir haben ja über das Epidemiengesetz abgestimmt. Aber das ist einfach rechtsstaatlich unmöglich und auch demokratietechnisch eigentlich ein Unding. Wenn das Parlament solche, jetzt hätte ich fast das Wort Ermächtigung benutzt, das wollte ich natürlich nicht. Also das ist ein Ermächtigungsgesetz, strukturell ist es ein Ermächtigungsgesetz, das ist klar. Aber es ist mehr als das. Ja. Und wenn das Parlament sagt, so, jetzt haben wir diese und diese Situation, Bundesrat, jetzt bist du in charge, jetzt darfst du weitergehen als sonst.
Aber bei uns ist es so, dass der Bundesrat sagt, wenn diese Lage eingetreten ist. Und das ist da absolut unverständlich, dass man das einfach so hinnimmt. Ja. Ich vertraue ja auch bis zu einem gewissen Grad dem Bundesrat, der aus mehreren Parteien zusammengesetzt ist. Und ich habe überhaupt nicht die Befürchtung, dass der morgen jetzt irgendwelche Beschlüsse fasst, die jetzt in jeder Beziehung menschenrechtswidrig wären. Das ist nicht der Punkt. Aber er könnte es, und ich weiß nicht, wie der Bundesrat in 2 Jahren zusammengesetzt ist. Und das ist das, was mich erstaunt. Ich habe nicht Angst davor, aber es erstaunt mich, dass man solche grobe Fehler in das ganze System einbaut. Also das ist für mich ein schönes Beispiel, um zu zeigen, dass die Schweiz eben kein Rechtsstaat ist. Es kann dann auch niemand die Notbremse ziehen, oder? Ja, und es ist offensichtlich, was mich überrascht hat, eben, also wenn man solche Parallelen aufzeigt, dann kommt sofort immer, man schwingt die Nazi-Keule. Genau. Das ist nicht korrekt, nach meinem Dafürhalten. Ich bin wirklich mit dir ganz einer Meinung, dass das extrem merkwürdig ist, rechtsstaatlich betrachtet. Ich war auch in dieser ganzen Corona-Geschichte am meisten betroffen, eigentlich durch die Tatsache, dass das Parlament gesagt hat, wir gehen jetzt heim. Genau. Also so freiwillig nicht. Mhm. Der Bundesrat sagt, wir brauchen euch nicht mehr, sondern na, wir gehen jetzt heim. Also das ist die Freiwilligkeit der Aufgabe rechtlicher Grundlagen oder Prinzipien. Das ist, was mich doch recht erschüttert hat. Also offensichtlich ist, braucht es gar keinen Zwang. Und eben, das ist der Witz an Rechtsstaatlichkeit. Nicht, was jemand tut, sondern was er tun könnte. Genau. Aber das sieht man nicht. Oder? Jetzt kann man sagen, ja, jetzt ist eine Pandemie, oder? Unterstützt das Epidemiengesetz. Aber es gibt ja auch andere Situationen, die eintreten könnten und in denen es klug wäre, wenn der Bundesrat Kompetenzen hätte, die sonst dem Parlament zukommen. Mhm. Aber dann soll es bitte das Parlament beschließen. Oder? Genau. Aber dass der Bundesrat sagt, so, jetzt bin ich in charge, das ist ein absolutes Unding. Genau. Oder was hältst du denn davon? Also das Zweite, was mich wahnsinnig irritiert hat in diesem Rahmen, ist ein Kollege von uns, hat in den Medien gesagt, dass in der ersten Phase der Pandemie, dass wenn die Polizei wahrnimmt, dass irgendwo eine Versammlung, eine Veranstaltung im privaten Raum stattfindet, dass sie ohne einen Hausdurchsuchungsbefehl in die entsprechende Wohnung eindringen darf, um sicherzustellen, dass... Ja, das wäre jetzt ein klassischer Fall von Notrecht, oder? Das irgendwo aber legitimiert werden müsste. Und das ist es jetzt im konkreten Fall überhaupt nicht. Also ich wüsste nicht, dass im Epidemiengesetz irgendeine Norm enthalten wäre oder selbst in der bundesrätlichen oder in den bundesrätlichen Covid-Verordnungen steht doch nirgendwo, dass jetzt die Privatsphäre da einfach aufgehoben wäre. Das finde ich absolut unverständlich, wenn solche Meinungen vertreten werden. Ja. Nein, das habe ich eben auch gefunden. Das hat mich doch sehr irritiert, weil das heißt ja mehr oder minder, dass jeder einzelne Polizist entscheiden darf, ob er zu mir nach Hause. Ja. Also ich habe jetzt sogar einen konkreten Anwendungsfall. Oder? Das ist jetzt Privatsphäre in etwas weiterem Sinn, aber immer noch Privatsphäre. Ein Lokalbetreiber hier im Kanton Solothurn hat mich angerufen und hat gesagt, er habe die Schnauze voll. Er werde dauernd kontrolliert, ob er die Covid-Auflagen einhalten würde. Und es sei noch nie etwas beanstandet worden. Noch nie. Aber die kommen dauernd. Kommen dauernd, mehrfach pro Woche, zum Teil mit 8 bis 10 Polizeibeamten. Es ist ein Gastronomieunternehmen natürlich. Und das sei einfach extrem geschäftsschädigend, oder? Wenn seine Kunden wissen, dass da jeden Abend eine Razzia stattfindet, dann kommen die einfach nicht mehr. Oder? Und ich habe jetzt da die Rechtslage geprüft, bin zum Schluss gekommen,
geben wir der Polizei mal ein Hausverbot. Oder? Mhm. Ohne Hausdurchsuchungsbefehl haben die nichts mehr zu suchen. Mhm. Das wird jetzt vom Polizeikommando abgeklärt. Ich bin gespannt, was die rausfinden. Ja. Oder? Aber es ist ein No-Go, ohne vorbestehenden Verdacht Privatsphäre zu verletzen und ohne die Rechtsstaatsgarantien, die dafür eigentlich erforderlich wären. Und die sind in Gottes Namen halt in der Stäbe und sonst nirgends. Vielleicht genau, das noch. Ist genau das, was mich überrascht hat bei solchen Äußerungen, wo ich denke, so, wie kommt die Polizei denn dazu, hört sie mehrere Leute reden und dann sagt sie, genau. Das ist sicher das eine oder das andere, oder hat sie einen Informanten, der die Polizei ruft? Naja, in meinem Fall sind es die Autos, okay. Parkplatzsituation. Oder? Okay. Und was, also, dass man die, das ist, was ich relativ symptomatisch finde, nicht was passiert, sondern die Leichtigkeit, mit der es passiert und die Großzügigkeit, mit der also jetzt ist es halt gerade notwendig, jetzt, was tust du jetzt so blöd und verlangst noch nach einer Grundlage oder einem Kriterium oder irgendetwas? Mhm. Also es ist nicht so, dass ich zum Beispiel die schweizerische Polizei mit irgendeiner totalitären Institution vergleichen würde. Aber wenn sie die gleiche Machtfülle und keine Kontrollen hat, dann braucht das relativ wenig Zeit, bis sich so eine Polizei so entwickelt. Also das ist keine Frage. Ja, natürlich, also das sehen wir ja jetzt. Oder jetzt haben wir Pandemie, das reicht schon. Oder? Jetzt kommt Terror, je länger, je mehr. Ja. Oder jede Einzeltat mit einem langen Messer ist sofort ein Terroranschlag. Ja. Und der Ruf nach Prävention. Ja. Oder? Also das ist nicht mehr tragbar, offenbar gesellschaftlich, dass man Täter verfolgt. Man muss die Taten verhindern und das geht halt nicht anders. Ja. Als dass man halt einfach im Vorfeld von Strafverfahren Zwangsmaßnahmen anwenden muss. Genau, das wäre natürlich meine Frage, wenn du das so nett formulierst. Im Vorfeld, was ist denn das? Das weiß eigentlich niemand. Das Einzige, was man weiß, und schon das ist aber heikel, es gibt noch keine Straftat. Genau. Wieso ist das heikel? Weil schon der Versuch strafbar ist. Ja. Und in den Bereichen, wo sich die Politik interessiert, da sind auch schon die Vorbereitungshandlungen fast ausnahmslos strafbar. Ja. Also dort können wir mit den Mitteln der Strafprozessordnung ja alles machen. Absolut. Es ist ja schon schwierig genug oder einfach genug, einen Tatverdacht zu formulieren. Ja. Das ist jetzt, weiß Gott, nicht schwierig, dir irgendeinen Verdacht, der strafrechtlich relevant ist, mal zu eröffnen. Das ist einfach. Aber wenn es jetzt nicht mal mehr die Voraussetzung der Straftat braucht, was ist denn das Kriterium? Ja. Oder? Dann ist das Kriterium, der Nickel ist schon 2-3 Mal negativ aufgefallen. Oder der Nickli interessiert sich für den Islam. Ja. Oder er hat einen dunklen Teint. Ja. Also ich weiß dann nicht, was die Kriterien sein sollen. Ja. Und das ist die große Gefahr. Oder wenn man Polizei präventiv einsetzen will, dann muss sie sich ja zwangsläufig nach Kriterien richten, nach denen sie sich eigentlich nicht richten dürfte. Ja.